Herpes ist eine hochgradig ansteckende Viruserkrankung. Etwa 90% der Menschen sind infiziert. Bei rund einem Drittel davon entstehen die unangenehmen Bläschen. Für Lippenherpes ist meistens das Herpes simplex Virus Typ 1 verantwortlich. Genitalherpes hingegen entsteht eher durch den HSV Typ 2. Beide Infektionen bestehen, wenn sie einmal stattgefunden haben, lebenslang. Und es kann immer wieder zum Auftreten der typischen Herpesbläschen kommen. Wie kommt es zur ersten Infektion? Die meisten Menschen infizieren sich schon bei der Geburt mit dem Virus. Die Übertragung kann aber auch durch Berührungen, Küssen oder Geschlechtsverkehr erfolgen. Dabei erfolgt die Erstinfektion meist symptomlos und äußert sich erst in der Folge in Form von unangenehmen Blistern und Bläschen. Das Virus dringt durch die oberen Hautzellen oder über die Schleimhäute in den Organismus ein und vermehrt sich mit Hilfe menschlicher Enzyme. Nach der Erstinfektion wandert das Virus entlang der Nervenstränge zum Nervenknoten, dem Ganglion. Da es dabei seine Virushülle abwirft, wird es vom Immunsystem nicht mehr als Fremdkörper erkannt. Die Lieblingsherberge des HSV1 ist das Trigeminusganglion hinter den Schläfen. HSV2 bevorzugt eher das Sakralganglion in der Nähe des Rückenmarks. Dort bleiben die Viren ein Leben lang versteckt. Bei geeigneten Bedingungen jedoch wird das Virus reaktiviert. Bekannte Triggerfaktoren sind Stress, fieberhafte Erkrankungen, UV-Strahlen, ein geschwächtes Immunsystem und Hormonschwankungen. Einzelne Viren wandern dann entlang der Nerven in die Peripherie und vermehren sich dort. Das Immunsystem initiiert eine Entzündung. Es entstehen Bläschen, Schmerzen, Rötung, Schwellung, Überwärmung und Funktionseinschränkungen im entsprechenden Areal, meist den Lippen. Dabei dauert ein Herpesausbruch üblicherweise 7 bis 12 Tage und durchläuft in der Regel 5 verschiedene Phasen. Juckreiz, Kribbeln, Bläschen, Nässe, Kruste, Endphase. Nur bei einigen Personen kommt es nicht zur ersten Juckreizphase, die einen nahenden Herpesausbruch ankündigt. Nach dem Abheilen zieht sich das Virus wieder zurück und bleibt inaktiv bis zum nächsten Ausbruch. Folgende wichtige Tipps sollten bei einem akuten Herpesausbruch beachtet werden. Bläschen auf keinen Fall öffnen. Berührungen vermeiden, häufig Hände waschen und wenn möglich desinfizieren. Küssen verboten. Persönliche Gegenstände mit Hautkontakt zur betroffenen Stelle, zum Beispiel Gläser oder Handtücher, sollten nicht geteilt werden. Von Herpes Betroffene behandeln die Läsionen meist mit Cremes aus der Apotheke. Oftmals werden Präparate mit den virostatischen Wirkstoffen Aciclovir oder Penciclovir nachgefragt. Außerdem gibt es rezeptfreie Zubereitungen mit Melissenextrakt, Zinksulfat, Docosanol und Hydrokolloiden. Menschen, die oft unter Lippenherpes leiden, haben meistens schon mehrere Therapieoptionen ausprobiert. Trotzdem sind sie häufig unzufrieden und beklagen sich darüber, dass die Mittel unzureichend wirken. Insbesondere diesen Kunden können PTAs mit dem Medizinprodukt Herpotherm, ein neues Wirkprinzip, die Hyperthermie, empfehlen.